Christian Schiester wog mit 21 Jahren über 100 Kilo und rauchte 40 Zigaretten am Tag. Heute, mit über 40, ist er Extremläufer der Spitzenklasse. Innerhalb von 2 Jahren ist er 1000 Kilometer durch die Wüsten Atacama, Gobi, die Sahara und das australische Outback gelaufen. Laufen allein ist zu wenig. Du musst wie ein Militärpferd mit dem Gelände umgehen können. Nicht nur eine sportliche, sondern auch mentale Grenzerfahrung. Ich entscheide, was mich stärker macht und was mich schwächer macht. Ich hab leider keinen Tropfen Wasser mehr. Christian Schiester. Sich die Welt erlaufen. Wahnsinn, Wüste. Wurscht, was passiert, ich werde weiterrennen. Am Sonntag, den 17. April um 22.05 Uhr im Filmfestival in Your Living Room bei Servus TV. Hilft mir nichts, wenn ich stehen bleibe und jammer, was hinter mir passiert ist. Ich muss noch vorblicken. Die DVD und das Buch zum Film sind ab 22. April im Handel erhältlich.